Was macht der Markt heute? Er ist sehr unterschiedlich unterwegs und zwar in welcher Kategorie wir uns bewegen, ist offensichtlich sehr maßgeblich für die Bewegung. Die Blue Chips, wer weiß, was das ist? Das sind zum Beispiel die DAX 30-Titel oder eben auch der Dow Jones. Das sind Titel, die aktuell ja, noch nicht mal so viel Schwäche zeigen, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man an den Nasdaq denkt, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Tatsächlich ist das, was wir hier beim Dow Jones sehen, eher hängende Korrektur. Okay, der Anstieg war jetzt nicht super hübsch, aber wir sehen zumindest mal, dass die Abwärtsseite alles andere als die Dynamik hat, die man sich dann entsprechend vorstellen würde oder wünschen würde. Das Witzige ist, der DAX, wenn wir hier mal auf den Index gucken, der hat das sogar ein bisschen ähnlich. Wir sehen, dass wir hier als letztes eine deutliche Aufwärtsbewegung haben und hier im hinteren Bereich. Ah, da kann man ein bisschen vor- und zurückspielen mit den entsprechenden Hoch- und Tiefmarken. Aber wir sehen schon abwärts, ja, definitiv. Vergleichen wir den Aufwärts- und den Abwärtsarm, dann sehen wir allerdings, dass das nicht wirklich einheitlich ist. Das würde sogar bedeuten, dass der DAX eine gute Chance sich nach oben nochmal ausmalt. Ob man die jetzt vor dem Wochenende nochmal unbedingt reiten sollte, das ist mal wirklich dahingestellt. Das ist wohl nicht sinnvoll. Der Index macht in ungefähr einer Stunde zu. Und dementsprechend kann man das Ding dann nicht mehr wirklich lange mit aufrechterhalten. Aber wir werden sehen, wie es nach dem Wochenende weitergeht. Zumindest mal die Blue Chips andeutungsweise eher auf der starken Seite sogar oder zumindest auf der Abwärtsseite, alles andere als engagiert. Formulieren wir es mal sehr vorsichtig. Dagegen haben wir den Nasdaq, den hatten wir sogar heute als Trade des Tages. Guckt euch das gerne an, einfach damit ihr so ein bisschen dahinter kommt, worauf wir gucken, wie wir gucken und so weiter. Da sehen wir, dass wir eigentlich eine schöne Abwärtsbewegung hier hatten. Anschließend nicht sehr ausgeprägt. Ich mache mal hier die roten Punkte wieder weg. Nicht sehr ausgeprägt zugegeben, aber zumindest mal eine Chance auf einer eher korrektiv einzuschätzenden Bewegung jetzt hier. Und die Bewegung ist auch tatsächlich nach unten. Allerdings der Markt hier ungefähr beim Einstieg ein bisschen negativ ist es trotzdem noch geblieben hier schon wieder ausgestoppt. Es war eine Chance, Chance-Risiko-Relation riesig, insbesondere dessen oder deshalb, weil der Nachziehstopp ja schon eigentlich fast auf dem Einstieg jetzt hier war. Nicht ganz, wohlgemerkt, es ist noch eine rote Null, wie wir häufig sagen. Es ist in der Nähe des Einstiegs, aber es ist eben noch negativ. Aber man sieht schon, dass das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn der dann mal durchgeht, eigentlich groß ist. Also man sieht, die Chancen sind hier auf der Abwärtsseite durchaus nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber ob es der Markt jetzt heute vor dem Wochenende noch wirklich reißen will, das werden wir sehen. Im Moment kommt er ja ordentlich wieder zurück. Beim S&P ist es sogar noch ein bisschen offener, je nachdem, welche Stop-Variante. Wir hatten jetzt nicht über den S&P gesprochen, aber grundsätzlich das Bild relativ ähnlich. Das heißt, der Tech-Markt und aber auch der breite Standardwerteindex, die sind eigentlich eher auf diesem Shortbild aktuell, als wir das gesehen haben bei den Blue Chips eben. Vielleicht aber trotzdem noch ein Wert, den man sich angucken sollte, ist der Euro gegen US-Dollar, denn der ist witzigerweise ja, fast schon ähnlich hier. Wir sehen, dass wir eine deutliche starke Abwärtsbewegung hier haben und etwas, was hier in die Gegenbewegung geht. Wenn ich mir was wünschen darf, möchte ich eigentlich eher, dass das eine klarere Struktur hat, also die Ober- und Unterseiten immer wieder berührt. Das kriegen wir hier nicht sinnvoll hin. Entweder klappt es hier, aber dann passt es da oben wieder nicht. Oder wir machen das da oben passen, dann passt das hier nicht. Trotzdem, wenn man eine Orientierung sucht, nicht notwendigerweise jetzt als ein konkretes Trade-Setup, aber wenn man eine Orientierung sucht, dann sieht man schon, zumindest mal war die Abwärtsseite zuletzt die stärkere und die Aufwärtsseite ist im Moment so die kämpferische und deshalb könnte man als einen schwachen Trigger, ich sage das mal so ganz bewusst, aber das hier nehmen. Wer also sagt, Mensch, ich habe ja vielleicht noch einen anderen Handelsansatz, ich habe vielleicht noch Indikatorensysteme, die ich damit reinziehe oder dass ich vielleicht auf gewisse andere Marktgegebenheiten reagiere, dann hätte man die Chance eben zu sagen, das wäre ebenfalls eine zusätzliche Bestätigung, wenn der Markt da unten durchgeht. Ja, dass wohl aktuell zumindest die bullische Seite jetzt nicht der Everybody's Darling ist sozusagen und möglicherweise das jetzt dann in die nächste Abwärtsrichtung dann geht. Das ist aber zugegeben ein schwaches Signal. Es ist noch etwas schwächer, als wir es bei der Nasdaq hatten, denn die hatte ja hier, wenn wir uns den Trendkanal angucken, ihr seht es hier nochmal, da sieht man den Unterschied. Ich will das mal bewusst zeigen. Viele sagen dann, ja, siehst du, daran sieht man, dass das nicht funktioniert. Nein, nein, daran sieht man, dass es eine klare Aussage dahinter steckt. Die ist hier halt schwächer
als das, was wir hier haben. Hier war es zumindest noch mal so halbwegs, auch wenn es hier auf der Unterseite nicht ganz perfekt war. Also wir sehen die Analogie durchaus da. Und es ist umso schöner, ich zeichne das ja häufig ganz gerne mal hier mit meinem blauen Stift dazu, wenn das hier eine richtig schöne Trendkanalentwicklung ist, hier in diesem Sinne. Ich muss jetzt ein bisschen das hier hochschieben. Aber wenn oben und unten einigermaßen passend sind, dann ist die Aussagekraft natürlich noch eine höhere und das wäre dann der entsprechende Short-Trigger, wenn das Bild dann tatsächlich so kommt. Das kann uns heute Nachmittag oder am Abend auch nochmal passieren. Lassen wir uns mal überraschen, ob es heute vor dem Wochenende nochmal Gewinnmitnahmen gibt. Es ist zwar ein normales Wochenende, also jetzt nicht wieder so lang, aber trotz alledem, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere sagt, boah, können wir das wirklich übers Wochenende halten? Im Moment sieht das doch gar nicht so schön aus. Das wiederum würde dafür sprechen, dass es gegen Ende des Tages dann doch vielleicht dann noch mal ein bisschen Verkaufsdruck gibt. Den sollte man mal im Auge behalten. So, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und ein schönes Wochenende.